As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. Und da sind wir schon wieder mit der nächsten Folge hier auf Game Inc. zum Mark of the Ninja durchgenudelt. Mittlerweile 12. Folge. Und wir befinden uns noch immer hier auf diesem hängenden Objekt. Und haben uns fest vorgenommen, den hier zu erledigen. Wie wunderbar das Leben doch ist, wenn es Struktur hat. Die schnappe ich mir jetzt. Und ich habe es mir teilweise nicht einmal ausgesucht. Ich muss es einfach tun. Weil ich hier ran muss. Weil ich Punkte brauche. Weil die, naja, die Spieldesigner es so entschieden haben. Könnte ich dich auch da drin verstecken? Dann könnte ich mir den Weg sparen. Und rein da? Et voilà. Wunderbar. Hervorragend. Dann wäre diese Etage auch gemacht. Da komme ich offenbar nicht rein. Oh, Moment. Jetzt hätte ich doch das Wesentliche vergessen. Junge, Junge. Das Ventil. Das Ventil. Wie konnte ich das nur übersehen? Was haben wir denn? Hier? Da komme ich her. Alles klar. Okay, du hättest dich vorwärts abrollen sollen, aber eine Treppe raufrollen, kann ich nachvollziehen, das ist schon nicht so leicht zu bewerkstelligen der Angelegenheit. So. Wo sind wir hier? Da. Und dann geht's einmal hier rum. Wie sieht's denn da aus? Scheint alles okay zu sein. Das mit den Generatoren finde ich ein bisschen einfach. Oh, die Frame Rate. Was ist da los? Hat dir Mutti nicht mal gebracht, dass Rauchen ungesund ist? Drehst du dich auch um? Ich glaube, er versucht es. Oh, er hat es geschafft. Weiß ich nicht. Scheiße. Falsche Richtung. Ah, Dreck. Nein! Oh meine Güte, ich dachte, du hältst dich da fest. Jetzt dachte ich schon, wir stürzen ja bis unter in den Abgrund. Ich weiß es nicht, aber er ist weg. Wo sind wir denn hier? Ah ja, okay, das war die Stelle, wo wir geguckt haben, ob wir da raus können. Waren wir hier draußen oder da draußen? Da bin ich mir gerade unsicher. Ich glaube nicht, dass ich den Weg dann nochmal zurückgehe. Möchtest du nicht deines Amtes walten? Genau. Jetzt gucken wir uns hier erstmal einmal um. Was denn eigentlich Sache ist. Da kommen wir auch gleich schon wieder runter. Okay, das ist jetzt kein Problem mehr. Ob er uns auch bemerkt, wenn wir entschlüsseln? Das werden wir wohl nicht erfahren. Und hier sollte es soweit. Was ist das denn? Waren wir in dem Raum schon? Offenbar nicht. Erziele im Spiel Fortschritt, um diese Verbesserungen freizuschalten.
Ist das nicht ein bisschen verfrüht, so mitten im Spiel? Also mitten im Level? 6 Punkte. 6, 3, 3. Mit diesem Spezialtraining und besseren Werkzeugen kannst du Schlösser viel schneller knacken. Bietet einen zusätzlichen Schutz, um die Beweglichkeit einzuschränken. Nur weil ich gerne Konfrontationen vermeiden will, auch wenn es mir nicht so gelingt, möchte ich doch gerne mal verzichten im Besitz und hebe mir die Punkte auf. Was ist das? Pfad des Jägers. Aha, eine Maske. Alles klar. Pfad des Jägers. Du kannst zwei Angriffsgegenstände tragen und geräuschloses Töten ist immer erfolgreich. Allerdings werden Gegenstände an Kontrollpunkten nicht wieder aufgefrischt. Gegenstände an Kontrollpunkten nicht mehr aufgefrischt. Heißt das, wenn ich drauf gehe, habe ich keine Möglichkeit, das noch einmal einsammeln zu können? Die traditionelle Kleidung und Ausrüstung des Hisumu-Clans. Naja, probieren wir das doch mal aus. Stachelmine. Das ist klar. Ich meine, ich kann ja auch nichts anderes nehmen. Ah genau, Angriffsgegenstand, zweiter Angriffsgegenstand. Eigentlich ziemlich dämlich, wo ich gerade jetzt feststelle, dass wir keinen zweiten haben. Naja. Eine interessante Maske. Ich glaube, sie sagt viel über den Charakter des Charakters hier aus, den wir da steuern. Ah ja. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Genauso. Ich sehe, man denkt mit. Ich begrüße es. Wo kommen wir jetzt hin? Also. Moment. Hier waren wir. Hier waren wir überall, hier waren wir, das ist Außengelände, da kommen wir nicht hin. Und das sollten wir auch überall gewesen sein, also geht's weiter. Erfreulicherweise hat wie mich, ich glaube Ori heißt sie, gewarnt hat, kein Verdacht geschöpft. Ist ja witzig, dass das hier nicht durchgeht. Oh. Oh Junge. Ah, ich habe die falsche Sache ausgewählt. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum ich denn nicht die Pfeile schießen kann. Und du machst den aus, nehme ich an. Genau. Naja, ich wollte ohnehin eine Rauchgranate einsetzen. Musste ich auch, um hier reinkommen zu können. Jetzt gehen wir einmal den Umweg. Das ist korrekt. Das hast du richtig erkannt. Huch. Achso, okay, die haben ein Checkpoint. Was haben wir hier? Raben. Dich hole ich mir schon mal. Bevor du mir hier erhebliche Probleme bereitest. Oh, ihr seid schon dabei. Aber trotzdem. Hey! Habe ich dich jetzt erwischt? Eins. Okay, dich erreiche ich nicht. Zwei. Noch irgendein dritter. Mit Ausnahme von dir hier vielleicht. Was haben wir da? Ist das ein Rabe? Ich weiß es nicht. Ich lasse das mal lieber. Moment. Ich möchte beide Raben. Leute, Leute.
aber eine schöne Übersicht. Das ist ja schon mal hervorzuheben. Jetzt möchte ich doch noch gucken, ob da hinten etwas ist. Das sieht nämlich recht einladend aus. Ich denke aber, nein. Der Mast hier sieht ziemlich komisch aus. Ich nehme an, dass der im Vordergrund ist. Das war schon mit dem Baum in der, ich glaube, ersten oder zweiten Folge so. Das war recht irritierend. Und egal, wo ich jetzt gerade hingeklickt habe, es war der richtige Weg. Ach du Schande. Soll ich die ausgelöst haben? Willst du mir das echt erzählen? Ist das nicht euer Ernst? That fuse panel doesn't look too sturdy. And look at the way it throws off sparks. This might be just what we need. Bevor wir da ans Werk gehen. Ich komme da offenbar nicht unten durch, okay. Dann machen wir das eben gleich so. Ein Glück, dass die nicht mal unter Strom gesetzt sind. Sonst wäre das jetzt unser Ende. So, wie komme ich jetzt auf die andere Seite? Nein. Nein! Meine Güte, so ist es hoch, Junge. Es geht immer hoch hinaus. Offenbar komme ich hier nicht. Oder kann ich über den hinwegklettern? Ja, ist klar. Natürlich kann ich das. Ich habe hier den Strom weggemacht. Wie klug ich doch bin. Okay, daneben gesprungen. Das war ein hervorragendes Timing. Ich bin begeistert. Ach, du hast die ausgelöst. Kann das sein? Danke. Ich bin dir doch tatsächlich zu Dank verpflichtet. Oh, meine Güte. Ja, danke für den Hinweis. Das ist mir nicht aufgefallen. Genau. Weil wir klettern können, klettern wir erst noch. Ja, wie kann man das zusammenfassen? Fehlerbestenliste. Das ist ein guter Begriff. Statistiken konnten nicht auf den Steam-Bestenlisten gepostet werden. Okay. Braucht's auch nicht. Auf jeden Fall haben wir das hier nicht hingekriegt. Jeder, der dieses Let's Play vielmehr das durchgenudelt verfolgt, der weiß auch warum. Und den hier haben wir offenbar übersehen. Naja, okay. Muss ich jetzt mitleben? Und wir gehen... Ach, wir haben sogar eine Level-Auswahl. Ja, schön. Und wir gehen ins nächste Spiel. Doch zuvor haben wir die Möglichkeit hier, unser Skillsystem weiter aufzuwerten. Und jetzt lohnt es sich doch zu investieren. Ich kann sogar zwei von denen, oder vielmehr einen von denen nutzen. Aber die hier interessieren nicht. Daher ist das für uns kein wirklicher Vorteil. Also lehne dich gegen eine Tür und drücke links Mausklick-Taste, um einen Feind durch die Tür hereinzuziehen und erledige ihn dann. Bei den vielen Türen, die wir mittlerweile öffnen, ist es doch interessanter geworden, als ich vorher dachte. Während du an der Decke oder an einer Stange hängst. Okay, das ist der Tod von oben. Ein tödlichen Angriff von, naja, oben. Was nehmen wir da? Das ist die Sache mit den Türen oder die Sache mit dem von oben? Na, die Wachen bewegen sich meistens. Ich glaube, da bin ich von oben besser mit bedient. Ich nehme das von oben. Verbesserungen bestätigen? Ja. Ah, guck mal, wir haben jetzt eine Ablenkungsfackel. Ein alchemistisches Licht erweckt die Aufmerksamkeit von Wachen, die das Leuchtsignal sehen und blendet sie, wenn sie Nachtsichtbrillen tragen. Okay, das war uns schon bekannt. Das haben wir schon? Haben wir schon. Okay, ich dachte, ich wäre fertig. Dabei hat er nur diese spezielle Sache abgefahren.
Auf zum nächsten. Zwei Ausrüstungsgegenstände. Haben wir dann doppelt so viele Stachelminen? Das probieren wir. Nein, haben wir nicht. Naja, gut. Now's our chance. Let's go. Wie gut, dass du das wusstest. Wie gut, dass du das wusstest. Go. Find Karajan. I'll stay here and make sure no one comes back in. Genau, ich bin dabei. Ich habe auch nichts Besseres vor. Es trifft sich gerade. Mein Zeitplan kann nicht besser dafür ausgelegt sein. So, wir können offenbar da hoch. Nein, können wir nicht. Komme ich irgendwie da hoch? Nein, komme ich nicht. Okay, dann eben so. Genau. Genau nicht so. Ich korrigiere. Oh. Ich erinnere mich, ich habe den Tod von oben. Dummerweise bin ich jetzt zu weit oben. Hervorragend. Immerhin unbemerkt. Und... Ah, okay, jetzt verstehe ich. Jeder Angriff dieser Art ist automatisch erfolgreich. Ich muss nicht mehr die Maus bewegen. Das ist natürlich absolut ein Vorteil. Gerade in brenzligen Situationen. Ein absoluter Vorteil. Ich dachte schon, den macht er nicht aus. Tür geht auf. Nein, das will ich nicht. Ich frage mich, ob ich die hier drin verstecken kann. Offenbar nicht. Okay. Okay, dann nehme ich dich mit. Du wirst mein treuer Begleiter. Schöne Farbpalette hier. Auch mit dem Hintergrund, das passt sehr gut. Etwas technisch, cybermäßig, etwas traditionell. Wunderbar. Wunderbar. So, hier kommen wir offenbar nicht durch. Dann lasse ich dich doch hier liegen. Und verabschiede mich. Vielen Dank. Hier haben wir Giftgas, welches uns wunderbare Halluzinationen. Look at the tracking device. Karajan is on the move. We need to catch him and quickly. The fire won't distract his guards forever. Und schon wissen wir mehr. Wie sieht's denn hier aus? Nicht schlecht, möchte ich meinen. Wir haben einen Schalter, der irgendwas bewirkt. Willst du mich verarschen? Habe ich gerade das Licht angemacht? Okay, das ging wieder mal total in die Hose. Ich bin natürlich entdeckt. Ist das dein Ernst? Du guckst da rein, um mich nebendran sehen und entdecken zu können. Okay, wir machen das Ganze noch einmal. Das war ja also... Trotz unserer Drogen haben wir hier nicht mehr erreichen können. Und nein, ich bin kein Freund von Drogen, man soll mich hier bitte nicht falsch verstehen. Ich bräuchte jetzt auch einen Tod von unten. Wie weit gehst du vor? Wie weit traust du dich? Nicht ausreichend genug?
Und weil wir es können, können wir es erfolgreich. Gelernt ist gelernt. Nein. Kann ich dich jetzt hier drin verstecken? Tatsächlich. Wunderbar. Wir haben einen Bewegungssensor, der mich glücklicherweise nicht erfasst hat. Diesmal mache ich den Schalter nicht an. Ich habe das ja schon in der letzten Folge erklärt, wie das mit den Fehlern funktioniert. Ich habe den Fehler leider nicht begriffen. Bin nicht in der Lage, ihn zu wiederholen. Oh, da ist ein zweiter Bewegungssensor. Jetzt hoffe ich, dass Mr. Karajan nicht schnell unterwegs ist. Zumindest hat er vorhin den Eindruck dessen erweckt. Und zack. Oh oh. Oh oh. Sehr dumm. Doch war es im Grunde auch Pech. Denn ich hätte da noch gerade so wegkommen können. Ach, wie ich sowas nicht leiden kann. So, jetzt das Ganze noch einmal. Und diesmal machen wir das geschickter. Diesmal mache ich nämlich doch das Licht an. Und dann kommt der Herr idealerweise vor. Okay. Der hat jetzt sein Licht eingeschaltet. Jetzt natürlich aufpassen, ne? Das Rüberspringen verursacht Lärm. Glücklicherweise hat er sich nicht umgedreht. Und das Ganze wieder rückgängig machen. Nee, ich gehe unten rum. Habe ich nicht das Problem mit den Sensoren. Zumindest nicht mit zweien. Okay, jetzt wurde ich doch bemerkt, dass... Leichtsinnsfehler, Leichtsinnsfehler. Da hat die Tür geöffnet. Das glaube ich gerade nicht. Geh runter. Leute, Leichtsinnsfehler. Die wahrscheinlich bekannteste Art, die da draußen im Freien herumläuft. Jetzt habe ich hier natürlich... Ich kann mich noch erinnern, wie ich die Wahl zwischen dem Tod von oben und der Tod durch die Tür hatte. Ich kann mich noch erinnern, wofür ich mich entschieden habe. Und die Framerate lässt mich gerade auch etwas im Stich. Wo wollen wir hin? Ich hoffe, es macht nicht zu viel Lärm. Es macht nicht zu viel Lärm. Wunderbar. So, die schnappe ich mir. Bitte folge mir. Wunderbar. Und da haben wir schon wieder eine extra Mission. Ein Quest. Oder wie man das nennen möchte. Ja, und da schauen wir in der nächsten Folge rein. Bis dahin hoffe ich, dass ihr Spaß hattet. Und hoffe, dass ihr auch wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Game Inc. durchgenudelt Mark of the Ninja. Bis auf dann.